Hi! Jeder, der mich kennt, sollte wissen, dass ich ein kleines Problem mit Pokémon-Karten habe. Oder ein etwas größeres Problem. Okay, ich habe Pokémon-Karten auf meiner Kommode stehen. Man muss kein sonderlich aufmerksamer Zuschauer sein, um zu wissen, worum dieses Video gehen wird. Natürlich reden wir heute über Pokémon-Karten. Und zwar ganz besondere. Im Laufe der Zeit wurden immer mal wieder Karten von Shiny-Pokémon, also von Pokémon, die eine andere Farbe haben als gewöhnlich, veröffentlicht. Viele davon sind sehr bekannt und heiß begehrt und werden teilweise zu extrem hohen Preisen gehandelt. Aber andere sind aus verschiedensten Gründen in Vergessenheit geraten und fünf davon wollen wir uns heute zusammen angucken. Ganz kurz noch dazu, dieses Video wird keine Karten aus dem aktuellen Set Verborgenes Schicksal beinhalten, da das Set einfach noch nicht lange genug draußen ist, um zu wissen, welche Karten relevant bleiben werden. Fangen wir an mit Rabigator. Rabigator ist am 7. November 2012 in der Erweiterung Hoheit der Drachen oder im Englischen Dragons Exalted rausgekommen, was eigentlich ein relativ interessantes Set ist, da es das erste Kartenset ist, das den Drachentyp als eigenen Typen eingeführt hat. Allerdings muss ich gestehen, kannte ich diese Rabigator-Karte bis zu den Recherchen für dieses Video nicht. Generell würde ich Rabigator jetzt nicht als Fan-Favorite bezeichnen und im TCG hat es im Laufe der Zeit auch nur 9 eigene Karten bekommen, eine davon eben diese Ultra-Rare, was dazu beigetragen haben könnte, dass diese Karte in Vergessenheit geraten ist. Als nächstes auf der Liste haben wir Turtok, das am 8. Mai 2013 in der Erweiterung Plasmasturm auf den Markt gekommen ist. Und sind wir mal ehrlich, wenn ich mir diese Karte so angucke, bin ich eigentlich relativ froh darüber, dass ich vergessen habe, dass sie existiert. Dazu kommt eben auch noch, dass die einzige andere Secret Rare in diesem Set ein Shiny Glurak war. Und wenn ich die Wahl habe zwischen diesem Glurak und diesem Turtok, sollte eigentlich relativ klar sein, warum diese Karte hier in Vergessenheit geraten ist. Machen wir weiter mit Azumarill. Azumarill ist am 3. August 2016 in der Erweiterung Dampfkessel oder zu Englisch Steam Siege rausgekommen und ist eine sehr interessante Karte, denn obwohl es eine Shiny-Karte ist, ist es nur eine Uncommon, das heißt eine sehr häufige Karte. Hier würde ich auch nicht sagen, dass es sich um eine vergessene Karte handelt, denn irgendwie hat es sie jeder, der dieses Set gekauft hat. Es ist vielmehr eine irrelevante Karte, an die niemand denkt, wenn man über Shiny-Pokémon-Karten spricht und die aus diesem Grund früher oder später in Vergessenheit geraten wird. Platz 4 auf dieser Liste geht an dieses Relikant aus der Erweiterung Supreme Victors oder zu Deutsch Ultimative Sieger, die am 11.11.2009 rausgekommen ist. Und wie vielleicht einige von euch wissen, stellt der Pokémon-Platin-Zyklus des Sammelkartenspiels den Tiefpunkt der Popularität dar. Das heißt, zu dem Zeitpunkt haben einfach die wenigsten Leute Pokémon-Karten gesammelt. Dazu kommt noch, dass diese Karte keine Secret Rare, sondern nur eine einfache Rare ist, was sie relativ häufig macht. Gut, jetzt nicht so häufig wie das Azumarill von gerade eben, aber immer noch relativ häufig, was dann die Nachfrage nach dieser Karte zu einem Zeitpunkt, wo die Nachfrage nach dem TCG sowieso relativ gering war, noch kleiner gemacht hat, weswegen die Karte dann im Endeffekt in Vergessenheit geraten ist. Dasselbe gilt auch für das letzte Pokémon auf dieser Liste, und zwar Milotic. Milotic ist aus demselben Set, also Ultimative Sieger, und ist auch eine Rare, weswegen man alles, was ich gerade zu Relikant gesagt habe, eigentlich so auch zu Milotic sagen könnte. Allerdings ist Milotic um einiges beliebter als Relikant, weswegen es vermutlich den einen oder anderen gibt, der sich noch an diese Karte hier erinnern kann. Ich habe mich jetzt nicht nur ganz schnell umgezogen, sondern war auch noch beim Friseur, was ganz dringend nötig war. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Sollte ich irgendwas vergessen haben, schreibt es mir in die Kommentare, genauso wie konstruktive Kritik, da das erste Video dieser Art von mir war, würde ich mich auch da sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Oh nein, jetzt ist es in meinem Pokéball.